Jetzt ist es raus. Es gibt keine dunkle Materie und das James-Webb-Teleskop liefert den Beweis. Ungewöhnliche Galaxien im kosmischen Morgengrauen verraten, dass alle unsere bisherigen Theorien zur Entstehung des Universums falsch gewesen sind. Wissenschaftler erklärten mit dunkler Materie bisher Effekte wie die Galaxienbildung, doch jetzt liegen eindeutige Beweise vor, dass diese Annahmen ein Irrweg waren. Renommierte Wissenschaftler wie Michio Kaku erklären, dass wir unser kosmologisches Weltbild aufgrund der vielen ungewöhnlichen Beobachtungen des James-Webb-Teleskops jetzt vollkommen verändern müssen. Zitat Michio Kaku: Wir müssen alle Textbücher über den Beginn des Universums umschreiben. Es braucht viele Milliarden Jahre, um eine Galaxie wie unsere Milchstraße mit 100 Milliarden Sternen zu bilden, aber das James-Webb-Teleskop hat 6 Galaxien gefunden, die 500 Millionen Jahre nach dem Urknall existiert haben und sie sind bis zu 10-mal größer als unsere Milchstraße. Das dürfte es nicht geben. Das James-Webb-Teleskop markiert einen aufregenden Wendepunkt in der Astronomie und wirft ein ganz neues Licht auf unser Verständnis der frühen Galaxienentwicklung. Seit das Teleskop im Sommer 2022 startete, jagt eine fantastische Entdeckung die nächste. Schon das erste Bild war prallvoll mit Galaxien, die so alt sind, dass sie unser bisheriges Verständnis vom Universum sprengen werden. Michio Kaku bringt es auf den Punkt. Das Universum kann nicht 13,8 Milliarden Jahre alt sein, wenn es nur 500 Millionen Jahre nach dem vermeintlichen Urknall fix und fertige Riesengalaxien gegeben hat. Oder aber Galaxien entwickeln sich ganz anders als bisher angenommen. Die Bilder vom kosmischen Morgengrauen erschüttern die wissenschaftliche Gemeinde und sie stimmen neugierig. Wir müssen endlich herausfinden, wie unser Weltall wirklich begann. Was haben wir bisher übersehen? Wo liegen unsere Fehler und wieso sind diese Galaxien der Beweis, dass es dunkle Materie gar nicht gibt? Ein unglaublicher Zwilling der Milchstraße. Könnt ihr euch vorstellen, dass ein galaktischer Zwilling unserer Erde bereits vor fast 12 Milliarden Jahren existiert hat? Es ist unglaublich, denn eigentlich können große und komplexe Galaxien wie unsere erst viel später entstanden sein. Doch CERS 2112 beweist den Wissenschaftlern etwas ganz anderes. Das JWST brachte ans Licht, dass wir falsch lagen. CERS 2112 weist eine Rotverschiebung von Z gleich ungefähr 3 auf und ist eine balkenspiralförmige Galaxie mit einer Sternenmasse von etwa 3,9 mal 10 hoch 9 Sonnenmassen. Balkenstrukturen galten bisher immer als Zeichen für sehr weit entwickelte und reife Galaxien. Unserem bisherigen Verständnis zufolge kann eine Galaxie eine solche Form erst nach einer Entwicklung von Milliarden von Jahren aufweisen. Doch CERS 2112 existierte schon vor 11,7 Milliarden Jahren und wir erinnern uns, der Urknall soll vor 13,8 Milliarden Jahren stattgefunden haben. CERS 2112 wäre also ein echter Turbo-Entwickler gewesen. Diese Entdeckung wirft nun völlig neue Fragen über die Galaxienentwicklung auf. Wenn CERS 2112 in einem so frühen Stadium des Universums existierte, müssen wir jetzt unser Bild von der Entwicklung des Universums vollkommen neu definieren. Galaxien wie diese zwingen Astronomen zwar dazu, ihre Modelle zu überdenken, doch diese Entdeckungen bieten damit auch unweigerlich völlig neue Perspektiven für die Entstehung neuer Theorien. Bisher gingen wir davon aus, dass das Universum kurz nach dem Urknall eine heiße Suppe aus Gasen und losen Partikeln war. Allmählich kühlte sich das Universum ab und erste Atome bildeten sich. In dieser Phase bestand das Universum hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium. Unter dem Einfluss der Schwerkraft begann sich dann diese Gase zu Wolken zu verdichten. In diesen dichten Gaswolken stiegen der Druck und die Temperatur so stark an, dass in den Kernen der ersten Sterne die Bedingungen für die Kernfusion erreicht waren. Diese ersten Sterne waren wahrscheinlich sehr massereich und leuchtstark und hatten eine relativ kurze Lebensdauer. Dank der Schwerkraft bildeten sie erste Gruppen, die die Keimzellen der ersten Galaxien waren. Die ersten massereichen Sterne endeten oft in Supernova-Explosionen, wodurch viele schwerere Elemente ins Universum gelangten. Diese Elemente waren entscheidend für die Bildung nachfolgender Sterngenerationen, die nicht mehr ganz so hell waren und dafür viel länger leuchteten. Dank der deutlich längeren Lebensdauer fanden sich immer mehr Sterne zu Gruppen zusammen. Die ersten Galaxien stellten sich Wissenschaftler klein und unregelmäßig geformt vor, keineswegs wie große Spiral- und Ellipsengalaxien, die wir heute sehen. Mit der Zeit kollidierten und verschmolzen diese frühen Galaxien miteinander, wodurch größere und komplexere Galaxien entstanden. Die Entstehung der vielfältigen Galaxienstrukturen, die wir im heutigen Universum beobachten, wurde von Wissenschaftlern auf diese Verschmelzungsprozesse zurückgeführt.
Galaxienfusionen dauern Millionen von Jahren, wenn nicht mehr. Galaxien wie CS2112 müssten gemäß diesen Theorien bereits ein Alter von 7 oder 8 Milliarden Jahren besitzen. Und das würde bedeuten, dass sie vor dem Urknall existiert haben. Ihr könnt euch vorstellen, dass die Entdeckung von CS2112 ein Schock für die Wissenschaftler war. Und es kam noch unglaublicher, denn das JWST entdeckte im kosmischen Morgengrauen noch weit ältere, perfekt geformte und leuchtstarke Galaxien. GLAS Z13, die älteste Galaxie von allen. Michio Kaku führte uns zu Beginn in die Rätsel der neuesten Entdeckungen ein. Das JWST hat 6 Galaxien entdeckt, die bereits 300 Millionen Jahre nach dem Urknall existiert haben. Die älteste von ihnen ist GLAS Z13. Diese Galaxie ist ein Fenster in eine Zeit, die fast bis zum Ursprung des Universums zurückreicht. Und erneut stellt das, was unsere Augen sehen und was unsere Messungen ergeben, die Vorstellungen von der Entstehung und Entwicklung der ersten Galaxien auf die Probe. GLAS Z13 wird auf ein Alter von etwa 13,5 Milliarden Jahren geschätzt. Sie muss aber mindestens einige 100 Milliarden Jahre für ihre Entwicklung gebraucht haben. Und damit rückt auch ihr Alter über den Urknall hinaus. Und Forscher haben in den Daten des JWST weitere Hinweise auf noch ältere Galaxien gefunden. Spätestens seit diesen Entdeckungen werden die Fragen immer mehr. Wie konnte eine Galaxie so kurz nach dem Urknall entstehen? Welche Prozesse führten zu ihrer Bildung in einem Universum, das angeblich noch in seinen Kinderschuhen steckte? Oder sind Galaxien vielleicht viel schneller gewachsen als gedacht? Dunkle Materie, des Rätsels Lösung. Würdet ihr uns glauben, wenn wir euch sagen, dass Wissenschaftler die gesamte Theorie zur Galaxienentstehung auf einer Annahme aufgebaut haben, die bis heute nicht bewiesen ist? Die herkömmliche Kosmologie geht davon aus, dass dunkle Materie eine entscheidende Rolle bei der Bildung und Entwicklung von Galaxien spielt. Nur dank der Erfindung dieser Materie gehen die Gleichungen auf. Doch jetzt beweist das JWST, dass irgendetwas an diesen Gleichungen nicht richtig gewesen sein kann. Und möglicherweise erweist sich auch die Annahme der dunklen Materie als ein dramatischer Fehler. Dunkle Materie kann niemand sehen und niemand messen, doch angeblich ist sie da und sie soll sogar 85% des Universums ausmachen. 85% des Kosmos erklären Wissenschaftler mit der Existenz von etwas, das nicht beweisbar, messbar oder sichtbar ist. Nun könnte man sich zu Recht fragen, wie denn die Forschenden um Himmels Willen auf eine solche Idee gekommen sind. Diese Frage beantwortet sich durch Effekte, die in der Raumzeitkrümmung zu sehen sind. Dort macht sich die dunkle Materie durch ihr Gewicht bemerkbar. Sie übt angeblich auch einen Druck auf sichtbare Formen der Materie aus, doch trotzdem ist das kein Beweis für ihre Existenz. Wissenschaftler haben mit ihren theoretischen Annahmen oft recht. Schwarze Löcher zum Beispiel existierten in den mathematischen Gleichungen der allgemeinen Relativitätstheorie bereits bevor jemals ein Astronom ein echtes schwarzes Loch gesehen hat. Diese Annahme bestätigte sich später und ähnliche Beispiele gibt es zuhauf in der Astronomie und anderen Wissenschaftszweigen. Doch rechnerische Annahmen, wie die Existenz der dunklen Materie, bestätigen sich auch nicht immer. Wir müssen offen bleiben, wenn wir die Wahrheit herausfinden wollen, und die Entdeckungen des JWST sind eine aktuelle Aufforderung an die Welt der Forschenden, bestehende Theorien zu überdenken und neue Modelle vorzulegen. Hat Mond recht? Dass unser Universum auch ohne dunkle Materie erklärt werden kann, beweist die Mondtheorie. 1985 wurde sie von dem israelischen Physiker Mordechai Milgram vorgeschlagen. Die Modified Newtonian Dynamics, oder kurz Mond, bietet eine radikal andere Sichtweise auf die Gravitationskräfte in Galaxien. Anstatt auf die Existenz einer unsichtbaren und ungreifbaren dunklen Materie zu verweisen, modifiziert Mond die Newtonschen Bewegungsgesetze unter ganz bestimmten Bedingungen. Mond schlägt vor, dass die Gravitationskraft in Bereichen mit sehr geringer Beschleunigung, wie sie beispielsweise in den äußeren Regionen von Galaxien vorkommen, stärker ist, als dies die klassischen Gesetze der Physik vorhersagen. Diese Anpassung könnte zum Beispiel die Rotationskurven ganz ohne dunkle Materie beweisen. Mond hat in einigen Fällen beeindruckende Übereinstimmungen mit Beobachtungen gezeigt, allerdings stößt die Theorie auch an Grenzen, vor allem bei der Erklärung von Phänomenen auf größeren Skalen, wie der Bewegung von Galaxien in Galaxienhaufen und der kosmischen Mikrowellenhintergrundstrahlung. Diese Beobachtungen passen wieder gut zum Standardmodell der Kosmologie, das dunkle Materie und dunkle Energie beinhaltet.
Die Entdeckungen des JWST könnten Theorien wie Mond jetzt neuen Raum bieten, wenn sich jetzt immer mehr herausstellt, dass die herkömmlichen Modelle der Galaxienentwicklung und der Rolle der dunklen Materie angepasst werden müssen, könnte dies auch bedeuten, dass Mond weiterentwickelt wird oder Wissenschaftler auf ganz neue Ansätze kommen und völlig neue, überraschende Theorien vorlegen. Fakt ist, dass die Astrophysik jetzt neue Wege beschreiten muss und wir dürfen gespannt sein, was dabei herauskommt. Dunkle Materie im Large Hadron Collider entdeckt. Gerüchten zufolge experimentieren CERN-Forscher auch mit dunkler Materie. Und diese Gerüchte sind womöglich wahr. Am LHC versuchten Wissenschaftler bereits Teilchen zu entdecken oder zu erzeugen, die Kandidaten für dunkle Materie sein könnten. CERN ist die Europäische Organisation für Kernforschung und bekannt ist diese Organisation für seine bahnbrechenden Experimente in der Teilchenphysik. Im Large Hadron Collider, dem mächtigsten Teilchenbeschleuniger der Welt, werden Protonen mit nahezu Lichtgeschwindigkeit kollidiert, um die grundlegenden Bausteine der Materie und die Kräfte zu erforschen. Durch den Aufprall werden die Protonen in ihre Bausteine zerlegt und so konnten Forscher bereits Dutzende viel kleinere Teilchen identifizieren. Theorien wie die Supersymmetrie postulierten bereits die Existenz neuer Teilchen, die außerhalb des Standardmodells der Teilchenphysik liegen. Ihre Eigenschaften liefern Hinweise, dass sie Teil der dunklen Materie sein könnten. Ein Schlüsselindikator dafür ist das Fehlen von Energie oder Impuls nach einer Kollision. Teilchen, die nicht direkt detektierbar sind, könnten folglich potenzielle dunkle Materie-Teilchen sein. Vollständig bewiesen ist die Existenz der dunklen Materie deswegen aber trotzdem nicht. Doch die Wissenschaft schläft nicht. Astronomen, die mit den größten Erscheinungen im Kosmos beschäftigt sind, haben jetzt neue Aufgaben und gleichzeitig forschen in Genf Wissenschaftler weiter mit der Welt der kleinsten Teilchen. Wissenschaft war schon seit dem Altertum eine Disziplin der Versuche, der Annahmen, der Bestätigungen und auch der Pleiten und Irrwege. James Webb wird unser Weltbild revolutionieren, so wie Galileo Galilei und Nikolaus Kopernikus der Welt bewiesen, dass sich die Erde um die Sonne dreht und nicht umgekehrt. Apropos umgekehrt, wenn du dich nach unseren Videos wie umgekehrt fühlst, dann klick jetzt gern auf Like und Abonnieren, denn so verpasst du keine neuen Videos mehr und wir sehen uns bald wieder. Bis dann!